Guten Morgen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet, konntet euren Routinen nachgehen. Und ja, lasst uns direkt mit dem Marktupdate zu Krypto beginnen. Wir haben Themen zu Bitcoin, Ethereum wird ein Thema sein. Wir haben die KI-Allianz vor uns, SingularityNet, Fetch AI. Da passiert gerade was, wenn wir auf den neuen Token zu sprechen kommen. Ich werde auch nochmal meine Trades hier veröffentlichen und schauen, wie ich mich hier auch in so einem Marktverhältnis auch verhalte. Ich würde sagen, wir springen direkt in den Splitscreen und schauen uns das Ganze an. Erstmal meinen herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare, für eure zahlreichen Likes. Ihr wisst ja gar nicht, wie wichtig das für einen Content Creator ist. Natürlich habe ich am gestrigen Tag noch ein Video veröffentlicht. Meine lang ersehnte Airdrop-Schule ist soweit raus. Link findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Aber das ist jetzt nicht das grobe Thema. Und zwar das Thema ist hier der hier. Das ist Bitcoin. Vielleicht sieht man das nicht ganz, aber ich habe gerade eine Strategie über Pine erstellt und ja, teste hier gerade meine Trading-Strategie aus. Es ist noch nicht auszuschließen, dass Bitcoin nochmal sinkt, weil ich würde persönlich gerne Bitcoin zwischen 59.000 und $51.000 sehen, weil das ist der goldene Bereich, wenn wir auf den Fibonacci Retracement schauen. Und da würde ich ihn schon gerne sehen. Und das wäre dann auch ein Bereich, wo ich nochmal akkumulieren werde. Wenn ich mir aber so diesen Marktüberblick mal anschaue, dann ist das eine gute Sache. Viele, viele Gainer an dieser Stelle. Und wenn ich mir die einzelnen trendigen Coins mal anschaue, das ist für mich immer so der Indikator, wo meine Blicke und Konzentration aktuell hingehen sollen, dann sind hierzu auf jeden Fall drei der Top 5 Coins mit dabei. Und deswegen zeigt für mich das, dass der Markt so im Allgemeinen wieder den Fokus auf die stabilen Kryptoassets wie Bitcoin, Ethereum und natürlich Solana auch wieder legt. Und normalerweise sind hier immer sehr, sehr viele Meme-Coins oder wirklich stark gehypte Projekte drin, die bereits im Trend sind. Aber für mich eine wunderbare Sache. Lass uns die Marktdaten mal anschauen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig in vielen, vielen Bereichen, weil in Krypto werden wir immer Situationen erleben, wo es ein Auf und Ab ist. Wir werden immer wieder, weil das Herdenverhalten in Krypto, da muss ich mich kurz auf groß schalten, das Herdenverhalten in Krypto ist viel, viel extremer als woanders. Wir müssen nur eine negative Nachricht bekommen und schon reagiert der Markt. Wir müssen nur irgendwo ein Hack bekommen, der Markt reagiert. Und natürlich muss irgendeine höher liegende Instanz sagen, wir finden Krypto blöd, der Markt reagiert. Aber das kann man per se jetzt nicht nur als negativ betrachten, weil es geht zwar in die eine Richtung, aber es geht auch zwar in die andere Richtung. Deswegen, wenn die Herde es sagt und wenn der Markt es sagt, dass wir Bitcoin aufkaufen oder generell irgendwas Positives an Bitcoin, an Kryptowährungen passiert, dann hat das natürlich auch eine Wirkung nach oben. Wenn ich mir die Marktdaten hierzu anschaue, dann sehe ich erstmal nichts Großartiges. Viel Geld fließt in den Stablecoins rein. Das bedeutet, dass generell viele den sicheren Hafen gerade in solchen Zeiten suchen und das ist der Stablecoin-Markt. Das ist nochmal, sorry Leute, aber immer wenn ich was Wichtiges sagen will, dann muss ich mich kurz auf groß schalten. Ich selber bin seit 2016 auf dem Markt und wir haben schon damals nicht diese krasse Entwicklung mit den Stablecoins gehabt. Ihr wisst sicherlich, wovon ich rede. 2016, da gab es halt nicht so viele Stablecoins. Da hattest du nur USDT, aber selbst das war schon so ein bisschen brenzlig. Und dann wurde nämlich die komplette Liquidität aus dem Markt entzogen. Das heißt, die Kryptos wurden in Fiat umgetauscht und das war der sichere Hafen. Mittlerweile haben wir eine sehr, sehr starke Fiat-gedeckte Stablecoin. Deswegen ist das für uns ein wunderbares Zeichen, dass zwar das Geld aus Krypto entzogen wird, aber der sichere Hafen sind die Fiat-gebackten Stablecoins, generell die Stablecoins. Und das ist schon sehr, sehr gut. Früher, ihr seht es, hatten wir ja gar nichts. Und selbst das war oder für viele damals war der Punkt, wenn du dein Geld in den damaligen Stablecoins hinübergeschichtet hast, dann war das, du hast du deinem Kapital ein sehr, sehr hohes Risiko ausgesetzt. Deswegen war das überhaupt nicht cool, das zu machen. Aktuell das Volumen erholt sich wieder. Wir sehen gerade, dass es ein bisschen schwächelt, aber ich denke, dass die ganzen Spotkäufe mittlerweile soweit durch sind. Viele Spotbereiche wurden mittlerweile getriggert. Auch bei mir gestern, mein Handy ist durchgedreht.
immer wieder eine Nachricht, ey, nachgekauft, nachgekauft, nachgekauft und so weiter. Also ich denke, dass dieses erste Volumen, diesen ersten Peak darauf zurückzuführen ist, dass einfach viele, viele Spotkäufe getätigt worden sind. Natürlich sind auch mit Verkäufe mit dabei, aber so generell entwickelt sich das Ganze in eine eher gute Richtung. Aber für mich ist genau das hier eines der wichtigsten Indikatoren, denn der Fear and Greed Index zeigt für mich am besten an, warte mal ganz kurz, so. So, denn der Fear and Greed Index zeigt für mich am besten an, wie aktuell die Sachlage ist. Denn wir können den Fear and Greed Index 1 zu 1 auf die Bitcoin All-Time-High-Region auch ablegen. Denn schaut euch das mal an, das hatte ich zwar im gestrigen Video gesagt, aber diese Information ist so enorm wichtig, dass ich sie nochmal sage. Am 13.03. hatten wir laut dem Fear and Greed Index eines der Höchststände, wenn wir auf die Gier zu sprechen kommen. Und das war der 13.03. Schauen wir mal ganz kurz auf Bitcoin. Das hier ist der 13.03. Da hatte Bitcoin einen Wert von insgesamt, ich muss mal kurz so ranzoomen, so, der 13.03. hatte Bitcoin einen Wert von 71.000 Euro bzw. 71.000 Dollar. Das setzt im Allgemeinen dann auch den höchsten Peak wiederum dar. Und ich arbeite sehr, sehr häufig nach dem Fear and Greed Index, weil nochmal auf groß, wenn der Fear and Greed Index ausschlägt und der Markt überaus gierig ist, dann ist dein Verhalten oder das beste Verhalten, was man überhaupt an den Tag legen sollte, ist Profite mitnehmen. Gelderhalt, das ist sowas von wichtig, denn die Maximierung wird hier nicht mehr funktionieren, weil der Markt einfach zu gierig ist. Deswegen Gelderhalt, Profits mitnehmen, ab in Stablecoins umschichten und warten, bis der Markt wieder fällt. Und dieser Markt wird wieder fallen, nachdem der Markt extrem gierig war. Wenn aber der Markt extrem ängstlich ist, ist das der Moment, wo wir dann auch unsere Investments tätigen, denn dann haben wir eine viel, viel bessere und effektivere Chance, unser Kapital zu maximieren. Also es gibt immer diese zwei Bereiche, ne? Wenn das Ganze unten ist, Kapitalmaximierung, wenn das oben ist, Kapitalerhalt. So wird man Vermögen aufbauen. Und genauso arbeite ich häufiger. Springen wir hier auf diese Nachricht, eine sehr, sehr gute, die sich da auch zugetragen hat, denn der Leiter von VanEck für die digitale Vermögenswerte hat nämlich gesagt, dass Ethereum das Gold oder beziehungsweise das digitale Öl ist. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich persönlich und ja, unterschreiben kann. Denn Bitcoin ist das digitale Gold, Ethereum das digitale Öl und Litecoin ist das digitale Silber. So in etwa würde sich dieser Markt auch aufbauen. Nur tatsächlich fraglich, was wäre denn Solana? Nur so als Anekdote, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht, was Solana für euch darstellt, wenn Bitcoin das Gold ist, wenn Ethereum das Öl ist, Litecoin Silber ist. Was ist Solana? Bronze, keine Ahnung. Also, das wäre auf jeden Fall mal witzig zu sehen, wie eure Meinungen da auch einhergehen. Aber gut, nicht witzig, nicht witzig zu sehen. Und die Fusion wird nämlich auf den 15. Juli verschoben. Für die Leute, die gar nicht wissen, was hier passiert, FedRAMP, AJAX und Ocean Protocol, sie schließen sich zu einer Allianz zusammen. Es wird ein neuer Token namens ASI entstehen. Das ist eine Fusion, was hier passiert. Das bedeutet, dass diese Unternehmen eins werden und auch die Token werden eins werden. Was für mich jetzt mittlerweile so interessant ist, also ich meine, wir haben, das ist, soweit ich das weiß, ist das jetzt gerade einmalig. Wir haben FetchAI, SingularityNet und Ocean Protocol und sie schließen sich alle zusammen und sie sagen selber, ey, wir werden einen ganzen Token zusammen neu erstellen und dann wird es quasi eine Art Migration geben, wo einfach diese einzelnen Token zu einem Token fusionieren. Natürlich war mein Gedanke, alles klar, dann kaufe ich die Token mit der höchsten Supply und was am günstigsten ist auf, damit ich einfach in dieser selben Ratio das Ganze bekomme. Aber es wird womöglich so eine Art 1 zu 3 Ratio sein, 1 zu 2 Ratio. Das bedeutet, ich glaube, ich bekomme, wenn ich FetchAI besitze, weniger ASI-Token raus als mit einem Projekt. Ich kenne jetzt diese einzelnen Total Supplies nicht oder die Circulating Supplies, die kenne ich jetzt gerade gar nicht, aber würde ich halt weniger bekommen, als wenn ich AJAX habe und sie haben eine geringere Supply, also einen geringeren Umlauf.
ist natürlich der Preis ein bisschen höher als bei Fetch AI. Und es wird sicherlich nicht so sein, dass jeder eins zu eins das Ganze bekommt, aber es wird sicherlich so in dieser, ja, ein Token Fetch AI würde 0,2 AZ-Token entsprechen und so weiter. Was aber positiv ist, man muss hier selber nichts machen. Also diese Verschmelzung wird dann auch vollautomatisch durchgeführt und auch diese ganzen Börsenlistings, die werden auch alle migrieren. Das bedeutet, mit einem Schlag, und das ist wiederum etwas Positives, oder wie sieht das aus mit der Marktkapitalisierung? Würde die Marktkapitalisierung durch die Fusion steigen? Weil ich meine, du fusionierst, aber in derselben Ratio, ich glaube, die Marktkapitalisierung steigt. Das heißt, wir könnten damit rechnen, dass der ASI-Token eine sehr, sehr starke Marktkapitalisierung ab dem 15. Juli haben kann durch die Fusionierung. Da werden natürlich diese ganzen Marktkapitalisierungen auch miteinander fusioniert. Ich weiß aber nicht ganz, ob das raufsummiert wird, weil eigentlich, wenn ich Bitcoin habe, Litecoin habe, Ethereum habe und sie fusionieren, dann sollte eigentlich die Marktkapitalisierung nicht gleich bleiben, sondern die müsste eigentlich steigen. Ehrlich, keine Ahnung. Also schreibt es mal in die Kommentare. Sicherlich, mein Gehirn ist gerade auch Matsch. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, was eure Meinung ist, ob das Ganze steigen würde oder nicht. Lass uns mal ganz kurz hierzu meine Trades nochmal anschauen. By the way, BitGet. Wenn ihr noch nicht auf BitGet angemeldet seid, nutzt meinen Link unten in der Videobeschreibung. Solche negativen Marktverhältnisse nutze ich, um günstig einzukaufen. Ich bin aktuell nach wie vor in ENA investiert mit Minus, schlechte Zeiten, das ist okay. In The Dog with Head bin ich investiert mit einem Viererhebel. Bisschen mehr Risiko, aber auch nicht mit so einem hohen Betrag. Ich habe hier eine Positionsgröße von $1.200 bei Enna, also Ethena Finance mit $2.100. Warum habe ich mich für Ethena Finance entschieden? Aus folgendem Grund, weil sie mit ihrem Stablecoins das ganze Fiat gedeckt ist und mit vielen, vielen Börsen zusammenarbeiten. Zuletzt war die Information Bybit und es ist was Neues und ja, demzufolge haben wir bei neuen Projekten eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze dann nach oben hin explodiert. Springen wir auf eine weitere Position und zwar, das sind jetzt die CoinM Future Positionen. Das bedeutet, dass mein Margin nicht mehr USDT ist oder USDC ist, sondern mein Margin ist direkt die Kryptowährung und das ist für mich ein weiterer Hebel, weil stell euch mal vor, ihr habt ja aktuell läuft es ja so auf dem Markt, dass ich $100 an USDT habe, eine Future-Position eingehe und dann quasi Kontrakte kaufe in Wert von $100 und je nachdem, welchen Hebel ich habe, wenn ich einen Zweierhebel habe, habe ich Kontrakte im Wert von $200, habe aber $100 in den Topf gegeben, habe aber automatisch dadurch, dass ich ja noch weitere $100 in Kontrakten gekauft habe, ist das quasi ausgeliehenes Geld, habe ich automatisch eine Liquidierung. Das heißt, wenn der Preis um den Asset, was ich gekauft habe, um 50% sinkt bei einem Zweierhebel, dann bin ich liquidiert. Und so läuft die Liquidierung. Und gut, bei CoinM Future Position ist es so, dass ich nicht USDT als Margin habe, sondern direkt Bitcoin, also die Kryptoassets zum Beispiel. Und damit habe ich eine doppelte Hebelwirkung. Das bedeutet, ich habe zwar einen Zweierhebel auf Bitcoin, habe aber automatisch einen Dreierhebel, einen indirekten, weil ich nutze mein Margin in Bitcoin und nicht in USDT. Und dadurch, wenn Bitcoin jetzt steigt, habe ich zwar einen Zweierhebel, also ich habe mir nämlich mal um die Hälfte der Kontrakte die Bitcoins ausgeliehen, habe aber eine sehr, sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, dass ich liquidiert werde, weil Bitcoin müsste dann um die Hälfte fallen, damit ich liquidiert werde. Dadurch aber, wenn Bitcoin steigt, steigt auch mein hinterlegter Margin im Wert. Das bedeutet, ich habe hier zwar einen Zweierhebel, nutze aber einen indirekten Dreierhebel. Und das ist für mich ein super guter Deal. Und an dieser Stelle das gleiche mit Ethereum, habe auch mein Margin in Ethereum und mein Margin in Solana hinterlegt. Und das Ganze läuft gerade, ist aktuell im Minus. Aber wie gesagt, solche Zeiten, man muss auch mal so ein bisschen approved sein, wenn wir auch schlechtere Zeiten hierzu mal haben. Folgt mir gerne auf BitGet. Ich bin Copy Trader, habe ein Return on Invest von 42% und ich habe Gewinn von $2.300 in den letzten Tagen erwirtschaftet und ich habe eine Gewinnquote von 100%. Das bedeutet, ich schließe keine Trades im Minus ab, weil ich meine, das sind Assets,
die ich vertraue: Ethereum, Bitcoin, Solana und hier und da mal Ethena Finance, Dog with Fat und so weiter. Das sind kleinere Positionen, wo ich aber trotzdem nochmal mit diesem Hype mitgehen möchte, weil Memecoins dürfen wir halt echt nicht außer Acht lassen, hat auch eine sehr, sehr starke Wirkung und auch mittlerweile hatte auch Elon Musk Dog with Fat auch erwähnt. Ich denke, da wird nämlich nochmal bald was kommen, deswegen da auch eine Future-Position auch soweit eröffnet. Und mittlerweile ist der Markt so ein bisschen bärischer unterwegs. Aber wie gesagt, dieses Herdenverhalten, was ich eingangs oder worüber ich eingangs gesprochen habe, kann sich natürlich auch in andere Bereiche soweit auch auswirken. Und ja, ich hoffe sehr, dass dir dieser kleine Markt-Update geholfen hat. Schreib mir gerne eine Bewertung unten in die Kommentare und gebt dieses Video ein Like. Ich wünsche euch allen wunderbare Tage da draußen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.